Bonjour tout le monde, einen schönen guten Tag zusammen. Ich freue mich wieder hier zu sein. Heute Morgen war ich am Beten und ich möchte die Gedanken mitteilen, wie ich im Gebet bekommen habe. Und die Predigt heißt die drei Kreuze. Oh, jetzt denken Sie vielleicht, wow, was ist das wieder? Wenn Jesus gekreuzigt worden ist, waren drei Kreuze. Jesus war auf einem Kreuz, neben ihm war ein Verbrecher. Und dieser Verbrecher hat gesagt, ja, wenn du Sohn Gottes bist, bring uns runter aus dem Kreuz. Und der andere hat gesagt, wenn du bei deinem Vater bist, im Paradies, erinnere dich an mich. Und für mich, die drei Kreuze haben eine Bedeutung. Ich glaube, das war eine Offenbarung. Ein Kreuz, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Das Kreuz, wo wir gekreuzigt sind mit ihm. Und das dritte Kreuz, so wie der Mann, wie Jesus gesagt hat, heute wirst du bei mir sein im Paradies. Das ist für uns, wir haben jetzt schon ewiges Leben. Das ist, was die Bibel sagt, weil wir Gott kennen. Aber das dritte Kreuz ist das Kreuz, wie wir tagtäglich tragen. Jesus hat gesagt, wer mein Jünger sein will und wer mir nachfolgt, nimmt sein Kreuz tagtäglich auf sich. Ich will euch wirklich ermutigen, weil das sind wichtige Botschaften, das sind Grundlage für unsere Glauben. Und ich bin viel in charismatische Kreise, auch in andere Kreise. Aber ich sehe manchmal in charismatische Kreise, ist sehr oberflächlich. Die Leute rennen nach dem Wunder. Und die Wunder sind wunderbar. Es ist Gott, wie sich offenbart. Und es ist besonders, glaube ich, wie eine Trompete für die Ungläubigen, dass sie zu Gott kommen. Sie sehen die Wunder und die Zeichen. Und manchmal verwechseln, gerade in charismatischen Kreisen, die Wunder mit der Kraft Gottes. Aber die Bibel sagt, dass die Kraft ist im Kreuz. Und wir müssen zurück an dem Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz muss wieder gepredigt werden. Und ich habe mit einem Freund gesprochen, er hat mich besucht und wir haben gesprochen über charismatische Kreise und viele andere Sachen. Und er sagt, ich habe gesagt, ja, manchmal ist es nicht so tief im Wort bei den Charismatikern. Sagt er, ja, in Amerika sagt man, dass die Charismatiker 2 Kilometer lang sind, aber 5 Zentimeter Tiefe. Aber Tiefe ist so wichtig. Und ich will euch echt ermutigen, in das Wort Gottes zu gehen. Um euch zu helfen, haben wir eine Bibelschule für Jünger. Ist eine Jüngerschaft-Bibelschule. Ihr könnt das finden auf unserer Internetseite. Es wird euch helfen, in die Tiefe zu gehen. Es wird euch helfen, gute Grundlage zu haben, wie das Kreuz. Weil es sind Vorteile am Kreuz. Alles, was Jesus gemacht hat für uns am Kreuz, das ist unser Erbe. Und zusätzlich das Kreuz, wie wir auch tragen, jeden Tag. Und diese Botschaft wird euch erleuchten, wird euch Offenbarung geben. Das ist ganz wichtig, weil Offenbarung verändert auch unser Leben. Wenn wir danach leben und wenn wir gehorsam sind gegenüber dieser Offenbarung. Ich will euch ermutigen, noch einmal, nehmt die Bibelschule, es wird euer Leben verändern, wie es mein Leben verändert hat und tausende von Leuten das Leben geändert hat. Ich danke euch, ihr könnt euch abonnieren an unserer Seite und ich wünsche euch eine schöne Woche noch und bis zur nächsten Woche für das frische Manna. Denkt darüber nach, hört es wieder. Teil diese Botschaft mit diesen drei Kreuzen. Seid alle reichlich gesegnet. Gott liebt uns. Gott liebt euch. Seid gute Mutes. Dankeschön.